Die letzten Monate waren sehr trocken. Dementsprechend ist der Pegelstand der Flüsse auch niedrig. Herr Köhn, in den letzten Tagen hat es immer wieder geregnet in der Region. Die Wetterprognosen deuten auch auf weitere Regentage hin. Ist das jetzt die Erholung für die Flüsse oder eher der Tropfen auf dem heißen Stein? Das muss man sehen. Das hängt natürlich von der langfristigen Wetterentwicklung zusammen. Wir stellen natürlich fest, dass die großen Reservoirs an Wasser, wie beispielsweise in den Alpen, die Gletscher und so weiter, langsam abnehmen. Deswegen sind wir auf Regenwasser oder Regengüsse sozusagen verstärkt angewiesen. Also wir sind zuversichtlich, dass wir da in den nächsten Wochen mehr Wasser wieder bekommen und dass wir die jetzige Trockenphase einigermaßen hinter uns lassen können. Wie schauen Sie denn in die Zukunft? Werden niedrige Pegelstände auch in den nächsten Jahren ein Problem für uns oder ist es dieses Jahr einfach ein Extremfall? Also zunächst muss man sagen, in diesem Jahr ist schon ein Extremfall. Wir hatten im Jahr 2018 auch eine vergleichbare, vielleicht sogar noch schlimmere Situation. Man muss abwarten, wie sich es in diesem Jahr weiterentwickelt. Aber im Grunde müssen wir uns schon darauf einstellen auch und vorbereiten auf solche Zustände, auf solche Bedingungen. Und da gibt es auch gute Ansätze. Und ich bin da zuversichtlich, dass wir da als Häfen und aber auch für die Binnenschifffahrt, als System Wasserstraße für die Transportlogistik in Deutschland auch weiterhin unseren guten Beitrag leisten können. Sie meinten gerade schon, es gibt Ansätze. Was muss denn passieren, um sich jetzt auf erneute Trockenphasen oder niedrige Pegelstände einzustellen? Also wir hatten ja schon im Jahr 2019 einen großen Vorstoß, Politik zusammen mit der Branche, mit vielen Unternehmen. Und zwar in dem Plan Niedrigwasser des Rheins 2019, dieser 8-Punkte-Plan, der damals entworfen wurde. Da bin ich zuversichtlich, dass wir daran weiterarbeiten können. Das müssen wir auch. Vielleicht ein bisschen schneller auch in Zukunft. Die Prognosewerkzeuge, die damals beschlossen worden sind, sind mittlerweile so weit, dass man sie ganz gut einsetzen kann. Aber beispielsweise die Abladeoptimierung, wie es so schön heißt, im Mittelrhein, um dort, sagen wir mal, etwas länger auch noch bei solchen Niedrigwasserphasen transportieren zu können, die sollten wir endlich angehen. Wir sollten da Planungs- und Umsetzungszeiträume in Deutschland, was die Infrastruktur angeht, etwas verschnellen oder verkürzen oder ja, beschleunigen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Köhn.